ich expressive Produkte. Körperkapital. Verdinglichung. Jungbauernproblem. Jugendbauern? Jungbauern. 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 Und kein soziales Kapital, kein kulturelles Kapital, kein Körperkapital und auch kein ökonomisches Kapital. Ja. Von wem kommen die Kapitalsorgen? Keine Ahnung. Das Kapital kommt bei Strohmeier oder Lenz oder so. Verborgener Konsum, offener Konsum. Eigentlich passen die Jungbauern ja total gut zu den katholischen Landarbeiterstöchtern. Ja. Die haben auch nichts. Ja. Stimmt. Außer Geld. Aber das ist dann egal. Ja, fangen wir jetzt an? Fangen wir ganz vorne an. Also, weit in der Vergangenheit. Na. Ja, genau. Was war vor der Neuzeit? Ja, genau. Vielleicht erstmal so eine Art Anmod. Nee. Offiziell bist du jetzt mit deinem Vornamen ansprechbar. Da muss man keine Vorbehalte haben. Nicht? Ja, doch. Ja, gut. Okay, dann... Was? Das ist nicht aus dem Flauschangriff, das macht Gregor immer am Anfang. Was denn? Dieses. Herzlich willkommen zu. Genau, also das ist so der Renegade halt. Wir sollten aber eher einen Dreivierteltakt machen. Also. Achso, so fünfhebige Jampen. Willkommen zum Podcast hier bei Sound of the Voice. Sound of the Voice ist schlecht. Ja, mach dein eigenes Format. Mach's halt besser. Ja gut, mach ich. Ja. Heute haben wir uns zusammengesetzt, um den ersten großen epischen Soziologie-Podcast aufzunehmen im Rahmen unserer Prüfungsvorbereitung, wo wir zuerst einmal auf das Thema Familie im Allgemeinen eingehen. Mit Schwerpunkt auf den Wandel der Familien von der Vergangenheit bis in die Gegenwart und einen besonderen Schwerpunkt auf der Konsumromantik von Eva Illouz, ihres Zeichens Soziologin irgendwo in Jerusalem. Und machen dann noch einen Ausflug in die Familienpolitik. Ja. Yay. Genau. So. Wollen wir mit Schlagwörtern anfangen? Ja, fangen wir mit Schlagwörtern einfach an. Social Identity. Pluralisierung. Personal Identity. Außensteuerung. Symbole. Neue Normen und Standards. Insel der Privatheit. Demografie. Phantom Normalcy. Ökonomie der Gefühle. Role-Taking, Role-Making. Das ist ganz viel Englische. Hedonistische Moral. Intrarollenkonflikt. Ganzes Haus. Sexueller Austausch und Schwellen- und Wendepunkte. Lenzzeile 113. Konsumption. Verdinglichung. Tja. Vollmoderne, halbierte Moderne. Ja, ja. Habitus. Genau. Max Weber. Die feinen Unterschiede. Kontrollierte Selbstständigkeit. Körperkapital. Hatten wir es nicht schon? Ach so, weiß ich nicht mehr. Ich habe dir nicht zugehört. Okay, wenn man sich die Konstellation unserer Beziehung der Gegenwart anguckt, muss man zuerst mal wissen, wie es in der Vergangenheit war. Denn früher war alles anders und was man heute als normal ansieht, ist eigentlich nicht so natürlich, wie wir uns das vorstellen. Nee, danke. Richtig. Ja. Verdinglichung. Verdinglichung ist, glaube ich, nicht das, von dem wir meinen, dass es ist. Ja, ich weiß nicht, wir haben das im Zusammenhang mit Marx im Unterricht behandelt, aber nach Marx
Ist Verdinglichung vor allem was mit ökonomischen Zusammenhängen und nicht mit sozialen. Mhm. Aber der Sinn, der dahinter stand, war, viele Dinge werden heute einfach als gegeben hingenommen, obwohl sie es einfach nicht waren. Und man kann eigentlich alles hinterfragen, weil früher sahen eigentlich alle Sachen anders aus. Ja, also ich habe das so verstanden, man stellt sich halt vor, dass alles von Natur aus so gegeben ist, weil man es halt nicht anders weiß. Ja, es war schon immer so. Genau, also das ist halt die Illusion. Dabei ist es natürlich vom Menschen geschaffen und einer Entwicklung zugrunde liegend. Ja, also unser Vergangenheitsrückblick wird sich aufgliedern in der Neuzeit, dann in die Aufklärung. Der ersten Moderne beginnt mit der Industrialisierung und von dort aus gehen wir in die zweite Moderne, was die Postmoderne quasi ist oder beziehungsweise unsere Gegenwart. So, um so einen groben Rahmen zu geben. Also ganz früher das tradierte Familienbild. Wann ist denn ganz früher, Sven? So in der Zeit vor der Aufklärung. Okay. Also so ab Neuzeit, nach dem Mittelalter, so ab 1500, da sprechen wir vom ganzen Haus. Das ganze Haus zeichnet sich dadurch aus, dass Familie und Betrieb in einem sind. Alles ist im selben Haus. Und da hat man verschiedene soziale Positionen, wollte ich jetzt schon sagen. Stimmt ja eigentlich irgendwie. Ja, stimmt doch. Da hast du den Hausvater einmal, da hast du die Hausmutter, die Kinder, die irgendwie auch keine wirklichen Kinder sind, sondern einfach nur junge Erwachsene. Ja, die gehören dazu. Genau. Der Nachwuchs. Nachwuchs und Aufzucht. Zukünftige Leute. Zukünftige Menschen, ja. Halbe Menschen. Genau. In der halben Moderne. Und das Gesinde. Das Gesinde, ja. Und die Großeltern, die im Dachgeschoss wohnen. Ja. Aber unwichtig sind. Aber ja, eigentlich leben die ja auch nicht dort. Ganz genau, weil Leute ab 60 sterben in der Regel. Genau. In der Zeit noch. Das Problem hat sich davon selbst gelöst dann. Gut, mit dem Hausvater verbindet man das Wort der Produktion. Ja, also der war halt so für die Schaffung der Waren zuständig, je nachdem, was dort gemacht wurde. Also das waren halt diese Hausmanufakturen, verstehe ich so. Also dass die halt... Ja, die haben ja nicht... Die haben kein Produkt produziert, sondern es war, denke ich, oftmals, man hat einen Hof gehabt, den man halt zu bestellen hatte zum Beispiel, ist halt so das Standardbeispiel, und da haben eben alle dran mitgearbeitet. Und der Vater war eben für die Verrichtung quasi der Arbeit ums Haus herum zuständig und die Hausmutter hat eben das Haus in Ordnung gehalten schon damals, oder? Genau, die Stichworte für die Hausmutter sind Distribution und Regeneration. Also Regeneration heißt einfach, dass sie dafür sorgt, dass ja, die Energie wieder regeneriert wird, ne? Also, welche Energie? Arbeitsenergie, also dass man halt, dass sie sich darum kümmert, dass dann Essen auf den Tisch kommt zu Abend, aber das kocht sie nicht selbst, sondern sie gibt die Anweisung an das Gesinde. Also sie ist so quasi die Chefin, die über alles wacht. Ja. Und Distribution heißt, dass sie halt die Waren, die produziert werden, dann dem Markt zur Verfügung gestellt wird. Je nachdem, also vielleicht gehen wir da gar nicht so speziell drauf ein, weil, also, ob du das jetzt deinem Feudalherrn alles hast zukommen lassen oder ob du es irgendwo hingetragen hast auf einem Marktplatz, ist fraglich. Hm. Ja. Jedenfalls, was dabei auch wichtig ist, ist, dass die Hausmutter eine sehr hohe Position hatte. Also, über ihr stand eigentlich nur der Hausvater und sie hatte innerhalb des Hauses sehr viel zu sagen. Richtig. So. Das hat sich dann alles geändert, sobald mit der Industrialisierung, denn da entstanden die Fabriken und der Hausvater ist aus dem ganzen Haus rausgegangen, um in der Fabrik zu arbeiten. Und da gab es dann erstmals in der Geschichte der Menschheit diese Trennung zwischen dem Arbeitsplatz und dem Platz, wo du lebst. Das ist auch schon das erste Ernährermodell, wo es einen Ernährer gibt für den ganzen Haushalt, jetzt schon Haushalt statt Haus. Und damit sind aber auch diese Gesinde weggefallen, die Helfer. Ja, genau, die sind auch weg. Und dann ist zu Hause nur noch die Frau und Kinder. Ihre Kinder. Genau. Ja. Während der Mann in die feindliche Umwelt auszieht. Ja. Die Moderne, die eingesetzt hat, hat also als erstes erstmal den Mann, den erwachsenen Mann, den Hausvatermann betroffen. Der das Geld dann außer Haus verdient. Genau. Und die Frau war
ihre Position, ihre Soziale hat sich abgeschwächt, weil sie ab sofort ökonomisch von ihm abhängig war. Mhm. Hm. Man spricht da von der bei der Industrialisierung von der ersten Moderne und bei dem Mann, der das Haus verlässt, von der halben Moderne. Also das, genau. Und die zweite Moderne ist dann die Postmoderne, unsere Zeit, was theoretisch die volle Moderne wäre, weil auch die Frau das Haus verlassen hat, weil auch die Frau jetzt arbeiten gehen kann. Theoretisch. Aber heute haben wir ja eher eine Mischung aus diesem halbe moderne Ding, wo die Frau zu Hause auf die Kinder aufpasst und sich im Haushalt kümmert und der Mann arbeiten geht und das Geld verdient. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch, ja, wie sagt man, volle moderne Ansätze in unserer Gesellschaft, wo eben Frau arbeiten geht, Mann arbeiten geht, die Kinder außer Haus betreut werden. Und das ist, hängt alles zusammen mit den Problemen von heute, da kommen wir dann später drauf. Genau, genau. Also als Ausblick auf die Familienpolitik, unser Staat, speziell Deutschland, ist in so einem Schlingerkurs nach Beck-Gernsheim. Also dass wir halt einerseits Maßnahmen haben, die die halben Moderne unterstützen und dann andere Maßnahmen, die die Vollmodernen unterstützen. Genau. Und die Ergebnisse von Studien zeigen eigentlich, dass die Vollmoderne letzten Endes zu mehr Kindern führt als die Halbmoderne. Ja, vor allem kann man die halbe Moderne nicht fortsetzen. Die halbe Moderne wird in jedem Fall von der Vollmoderne abgelöst oder von etwas anderem. Aber auf jeden Fall wird die halbe Moderne in Zukunft nicht das, das Familienleitbild prägen. Also man wird in Zukunft garantiert nicht irgendwie einen Schwung in der Gesellschaft haben, dass man sagt, Frauen sind nach wie vor irgendwie dafür verantwortlich, den Haushalt zu pflegen und nicht zu arbeiten. Sondern es läuft alles darauf hinaus, dass Frauen auch arbeiten gehen. Mhm. Vollzeit. Versicherungspflichtig. Ja. Im Moment ist es halt immer noch zweigleisig und und dadurch verwirrend. Also man, ja. Ich habe hier die Stichworte, dass du bei der Halbmoderne halt immer noch diese Restabhängigkeit der Frau vom Mann hast und das macht das sorgt dann für Unsicherheit und dann überlegt man sich fünfmal, ob man Kinder haben möchte. Das betrifft dann vor allem untere Schichten, die aber interessanterweise mehr Kinder bekommen als die höheren. Mhm. Aber die Frauen in den unterrichten Schichten haben eben besonders das Problem, dass sie eben erstmal das traditionelle Ideal vermittelt bekommen, das immer funktioniert hat. Von wegen, die Frau ist für den Haushalt verantwortlich und der Mann bringt das Geld rein. Und dadurch können sie sich auch gar nicht selbst emanzipieren, weil wer kein Geld verdient in unserer Gesellschaft, kann sich nirgendwo anbringen. Ja, Frauen zahlen demnach auch weniger generell in die Versicherung ein. Und damit sind auch die Renten, die Frauen bringen, eben auch von den Männern abhängig. Und deswegen gibt es ja diese, Frauen beziehen die Renten von den toten Ehemännern Sachen. Okay. Das ist nicht gut. Ich fand das, ich finde das, ja, doch. Du meinst die Witwenrente? Genau, die Witwenrente. Ah, ja. Es gibt keine Witwerrente. Ach. Oder? Weiß ich nicht. Ja, Frauen kriegen keine Rente, wenn sie nicht gearbeitet haben. Was? Frauen kriegen keine Rente? Frauen kriegen kaum Rente. Alte Frauen kriegen kaum Rente, weil die nicht in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Oder nicht so viel. Wegen der halbierten Moderne. Oder halben Moderne. Ach so. Ja, aber nee, also das Rentenversicherungssystem, das ist doch nicht so, dass du quasi für deine Rente einzahlst, sondern dass du nach dem Generationenvertrag das, was du jetzt einzahlst, jetzt auch als Rente an die, ja, die jetzigen Rentner das stimmt, aber, ausgezahlt bekommst. Arbeit, die man nicht in einem richtigen Arbeitsverhältnis verrichtet, also Haushaltsarbeit, Kinderaufzieharbeit, das ist alles Arbeit, für die man kein Geld bekommt und von wo man auch dementsprechend nichts in seine Rentenversicherung einzahlt und dann kriegt man auch nichts dafür raus. Stimmt. Und das unterstützt halt diese Abhängigkeit von der Frau vom Mann. Mhm, ja, ja. Stimmt. Ja. Ja. Und im Gegenzug dazu hast du in der Vollmoderne halt einen Anstieg der Nichtehelichkeit und was auch entgegen von Vorurteilen nicht zu weniger Kindern führt, sondern dass du mal halt mehr Absicherung und
Du hast halt langfristig eine Perspektive, wo dein Geld herkommt. Und dementsprechend bist du sicherer und kannst auch eher den Schritt wagen, Kinder zu bekommen und aufzuziehen. Okay, das wäre eigentlich schon der ganze. Nee, nicht der ganze Ja. Rückblick. Also man muss zur Aufklärung noch sagen, dass die Aufklärung Lissabon mit Lissabon eigentlich angefangen Ja, hat, weil oh Mann. früher hat der gute alte Leibniz. Leibniz die Theodizee aufgestellt, dass Gott die bestmögliche aller Welten geschaffen hat. Genau. Und Und der das wurde Welten. dann fallen gelassen, als es 1755 an alle Heiligen dieses Erdbeben in Lissabon gab. Und das hat halt Das die wurde Leute. als Strafe erstmal wahrgenommen. Gottes Strafe. Ja. Für was? Wir sind leben doch in der besten Welt. Ja. Dann hat man halt nicht mehr angenommen, dass es die beste aller Welten sein kann. Und letzten Endes hat Kant halt Gott in die Kategorie des reinen Glaubens versetzt und formuliert, dass Gott nicht Gott aus der rational zu Philosophie beweisen ist. rausgeholt, in die Genau. Religion gesetzt, die ihre Daseinsberechtigung hat. Ja. Und da Ja. spricht man von der Säkularisierung und das hatte die Konsequenzen letzten Endes von Trennung von Staat und Kirche, zumindest theoretisch. Und die Religion hat eine immer geringere Rolle gespielt und hat so eine Art Sinnvakuum hinterlassen, welches heutzutage Ja. An durch. diesem Vakuum musste sich dann auch die Aufklärung irgendwie kaputt arbeiten, weil die musste dann beweisen, dass sie irgendwie mit ihrer Einstellung jetzt dazu recht hat. Wie meinst du das? Ja, das war dann der Kant. Das verrät Ja, man noch. okay. Gut. Und dieses Vakuum, das entstanden ist, kann man sagen, dass das durch Konsum gefüllt wird oder beziehungsweise mit der Liebe. Ja, das ist aber später. Also nach der Aufklärung kam ja erstmal diese krasse Phase der Romantik. Also Mitte des 18. Jahrhunderts war es so, dass die Ehe als Lebensform aufgeklärt war. Das heißt, sie war irgendwie vernünftig und rational und es war jetzt nicht so, dass man sich nur nach Geld gerichtet hat oder nach einer besseren materiellen Welt, wenn man geheiratet hat, sondern es ging auch danach, dass man zumindest so einen Ansatz von Liebe da drin hatte, dass man sich zumindest mochte. Aber diese richtige Liebe, wie wir sie eben heute kennen, kam dann erst mit den Romantikern auf, die dann gesagt haben, eine romantische Liebe ist mehr als eine normale Zuneigung. Ja. Also der Begriff von richtiger Liebe hat sich halt gewandelt. Wie gesagt, zu Zeiten des ganzen Hauses war die Ehe instrumentell und rein sachlich, nüchtern. Ohne Liebe. Genau, Also und alles ja. Sexuelle, Leidenschaftliche hast du eigentlich entkoppelt gehabt. Der Hausvater hat vielleicht Affären gehabt mit Ja, Frauen vom Gesinde oder das so. konnte er auch. Also das fand die Frau dann wahrscheinlich nicht besonders gut, aber Man hat auch die nicht Ehe besonders dramatisch. trotzdem aufrecht gehalten, weil Richtig. es war halt notwendig. So. Genau. Vielleicht nicht so ein nacktes Überleben. Genau. Und Im schlimmsten Fall. Aber ja. das nackte Überleben ist ein schönes Bild. Und in der Aufklärung hast du, wie du es schon angerissen hast, die Liebe zur Vernunft oder beziehungsweise die tugendhafte Liebe. Du liebst den anderen wegen seiner Tugend. Und wichtige Bedingung ist auch, dass die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht. Und da hast du zum ersten Mal das Vetorecht der Kinder bei der Eheschließung. Also da kannst du nicht mehr zwangsverheiratet werden von den Eltern, weil die sagen, du brauchst den und den Partner, sondern da konntest du dann Widerspruch einlegen. Also initiiert wurde das vom gebildeten Bürgertum. Du hattest das erstmal in der Literatur. Es wurde Genau. darüber geschrieben. Überhaupt war die literarische Strömung da der ganze Anfang davon. Die haben das überhaupt geprägt und das wurde dann natürlich nicht von der Unterschicht aufgenommen, die wahrscheinlich nicht richtig lesen konnte und auch andere Sachen zu tun hatte, Genau. sondern es kam erstmal in die Mittelschichten und die oberen. Genau. Und dann hatte es diesen Trickle-Down-Effekt, kann man sagen. Also, dass es halt von oben nach unten sich langsam entwickelt hat und langsam dieses Liebesideal realisiert wurde. Genau, Trickle-Down heißt Angewohnheiten, die von einer höher gelegenen Schicht verbreitet und gelebt werden, übertragen sich auf eine untere Schicht. Und abgelehnt wurde beim aufklärerischen Liebesideal halt auch diese
leidenschaftliche Liebe. Also, weil die Leidenschaft wurde als irrational angesehen und es war höchst verdächtig, wenn man eine Liebe nur aus Leidenschaft eingegangen ist. Obwohl es auch nicht, obwohl es nicht völlig gefühlslos war. Halt im Gegensatz zur Sachehe. So, Romantik, romantisches Liebesideal war anders. Ja, da war die Liebe der zentrale Punkt. Genau. Ideals. Das war, genau, das Leitmotiv der Ehe. Ohne Liebe keine Ehe. Allerdings die romantische Liebe, von der wir reden. Nicht mehr die vernünftige, sondern da hast du halt diese emotionale Liebe. Du hast in der Romantik diese Betonung der Individualität. Ja, und aber der Individualität der Liebe. Das heißt, die Liebesbeziehung ist was ganz Einmaliges zwischen zwei ganz besonderen Leuten. Im Zentrum eben der Beziehung ist, dass man zusammen maximal individuell ist. Mhm. Mhm. Es gibt nur diese eine Beziehung und nur zwei Partner, die gut aufeinander passen und nicht möglicherweise mehrere Partner. Mhm, genau. Wichtig mit der romantischen Liebe ist der Begriff der Devaluation der Umwelt. Das ist Schlausprech für eine Entwertung der Umwelt, beziehungsweise in der Romantik hat man sich für romantische Treffen außerhalb der Öffentlichkeit zusammengefunden. Also die Romantik fand außerhalb des öffentlichen Raums statt und war Zweisamkeit pur. Also jetzt noch nicht in Restaurants und sowas, sondern man geht jetzt eher auf, wenn man sich auf einer Gesellschaft befindet, wie dieser Klopstock. Ja. Bei Goethe entfernt man sich von der Gesellschaft in ein Zimmer und schaut in den Nachthimmel und betrachtet den Mond. Ja. Und das ist dann sehr romantisch. Ja, wir hatten da dieses Beispiel vorgelesen bekommen aus dem... Doch, jetzt ziehen wir alles durch. Aus dem jungen Werther von Goethe, wo der Werther sich mit der Lotte, wie auch immer sie hieß, bei einer Gesellschaft trifft und er ist ja, also sie sind ineinander verliebt und sie koppeln sich dann von der Gesellschaft ab, nachdem es ein Gewitter gab und gucken dann aus dem Fenster raus in die Natur und dann sagt die Lotte nur noch Klopstock, also was der Name von einem romantischen Dichter ist, der viele Naturgedichte verfasst hat. Und das findet der Werther sowas von super, ja, dass er dann dahin schmilzt. Von Emotionen übermannt ist und sich ihm die Tränen die Wange runterkullern. Das ist so romantisch. Ja, genau. Wunderschön. Und heute ist alles anders. Oder vieles ist anders. Mhm. Da können wir jetzt eigentlich zur Gegenwart kommen, ne? Mhm. Ja, dann wir können noch kurz zur Industrialisierung. Ist natürlich auch wichtig für die Produktion von Gütern, wenn man das noch grob anreißen kann. Denn die Industrialisierung und die Produktionsmentalität, die dann damit einhergegangen ist, ist auch ganz wichtig für den Konsum der Romantik, den dann die Frau Illus thematisiert hat. Genau. Denn? Ja, Eva Illus hat das Buch geschrieben, Der Konsum der Romantik, wo sie herausstellt, dass die Romantik und der Konsum miteinander mittlerweile in fast untrennbare Weise verbunden sind. Und dass dieser Prozess halt auch verdinglicht ist, beziehungsweise dass es für uns so scheint, als ob es niemals anders gewesen wäre, dass wenn wir romantisch sein wollen, dass wir Dinge konsumieren dabei, mehr oder weniger direkt. Und zwar innerhalb der Öffentlichkeit. Also man kann da von der Erfindung des Rendezvous sprechen, was auch relativ neu ist. Früher gab es halt das Vorsprechen, wo man sich auch den Eltern vorgestellt hat und das, wo man sich dann halt zu Hause eingefunden hat. Und das gibt es heute nicht mehr. Das ist komplett ausgestorben. Stattdessen treffen sich die beiden Partner irgendwo draußen in der Öffentlichkeit, in Restaurants zum Beispiel oder im Autokino, wie es früher sehr stark verbreitet war, und formen dort sogenannte Inseln der Privatheit. Mhm. Also man ist innerhalb der Öffentlichkeit intim. Privat. Ja. Man sieht da auch an der Absonderung von, vom Vorsprechen, dass die Eltern bzw. die Familie der beiden Beteiligten nicht mehr viel zu sagen haben. Man trifft sich abseits vom Haus, abseits von der Familie, nicht mehr im Wohnzimmer, sondern eben man sucht sich die Plätze, in denen man sich trifft und Dinge tut,
austauscht, sucht man sich selber aus. Ja, und wo kommen diese Plätze denn her, Sven? Wie, wo kommen die her? Also ja, das wird natürlich, der Markt. Die freien Märkte. Die stellen natürlich all diese Plätze bereit, sprich die Restaurants, wo man sich dann treffen kann und wo man dann zum Beispiel direkt etwas konsumiert, wie etwa eine Pizza. Aber man trifft sich nicht im Restaurant, um Pizza zu essen, sondern man macht das rituell neben dem Date. Oder es gibt den verborgenen Konsum auch, zum Beispiel die Anschaffung eines Autos, die einen dazu bemächtigt, aus dem Alltag auszubrechen, um in die Natur zu fahren und dort romantisch Zweisamkeit zu gewährleisten. Oder ein anderes Beispiel für verborgenen Konsum ist die Anschaffung eines Plattenspielers. Also hier in dem Buch ist halt vom Plattenspieler die Rede, weil es halt schon auch ein bisschen so Vergangenheit ist. 20er aufwärts irgendwie hat sie sich mit der Werbung speziell befasst und wie der Konsum in der Werbung mit der Romantik in Verbindung gebracht wird, repräsentiert wird. Und ein Plattenspieler, wenn man sich den holt, dann kann man den natürlich nicht direkt konsumieren, sondern man kann ihn dann zu Hause in der Ecke stehen haben, um eine romantische Platte aufzulegen, während man dann romantisch zweisam ist. Also offener und verborgener Konsum. Also die Bereitstellung von der Konsumwelt, sag ich mal, für die Liebenden waren nicht nur Restaurants und sowas, sondern das ging ja einher dann mit dieser Werbewirtschaft und der Filmbranche, die ja ganz hoch aufkam, da Anfang vom 20. Jahrhundert. Und die Film- und Werbeindustrie hat eben dieses Thema Liebe selbst komplett neu bearbeitet und damit dann doch tatsächlich neue Verhaltensstandards gesetzt. Also man hat dann innerhalb der Gesellschaft gemerkt, ach, es gibt da ein anderes Ideal von Liebe. Und das war dann so eine heiße, romantische Beziehung. Was natürlich ein totaler Kontrast war zu diesem langweiligen Bild von der haushältlichen Ehe. Mhm. Das war ja eher trocken dann dagegen. Ja, es gab beide Formen von Werbung. Also es gab die Haushaltsprodukte für das Paar, wo dann mehr so instrumenteller Konsum propagiert wurde, also dass man halt einen Kühlschrank sich anschafft und dann sieht man das Paar, wie es halt zu Hause ist, wie der Vater gerade, also der wie der Mann von der Arbeit zurückkommt, wenn die Frau irgendwie was auftischt und so. Und da wurde weniger auf die intime Zweisamkeit gesetzt, sondern da wurde das Rollenmuster der halbierten Moderne angesprochen, wo halt der Vater der Ernährer ist, das Ernährermodell. Dem entgegen sprach die Werbung für ich-expressive Produkte, wo man sich selbst dann verwirklichen kann und wo halt diese leidenschaftliche Liebe angesprochen wird und wo ein negatives Bild von der Ehe gezeigt wird. Naja, implizit. Also nicht direkt, sondern man stellt das der normalen Ehe gegenüber als neues, als heißes, schnelles, aufregendes Erlebnis auch. Ganz wichtig, dass es ein Erlebnis ist und nicht ein vorgegebener Abschnitt vom Leben. Es ist ja auch nicht unbedingt was Festes. Also dieses neue Rendezvous-Prinzip schließt ja auch ein, dass man sich mit mehreren Leuten trifft. Man macht nicht ein Vorstellen im Haus der Eltern und verheiratet sich dann zum guten großen Zweck, sondern man braucht das Rendezvous, um überhaupt erstmal einen Partner zu finden. Ja. Man spricht auch von sequenzieller Monogamie. Ja. Also das heißt, solange du deinen Partner hast, hat er den Exklusivitätsanspruch. Mhm. Da darfst du nicht fremdgehen oder so. Aber wenn die Beziehung dann getrennt ist, was halt oft vorkommt, was nichts Ungewöhnliches ist, dann kannst du dir einen neuen suchen. Genau. Und mit dem bist du dann fest zusammen und darfst den nicht betrügen. Also damit verbunden ist halt eine Veränderung der Rollen, die man spielt. Also das ist verbunden mit der Modernisierung halt, dass du einerseits Pluralisierung hast, dass es mehrere Lebensformen gibt, zwischen denen man entscheiden kann und muss. Und auf der anderen Seite der Individualisierung, wo man sich selbst dann verwirklichen muss. Muss, nicht kann. Ja, man ist zur Freiheit gezwungen. Genau. Und das, man muss geplant spontan sein. Genau. In den Restaurants, in denen man sich trifft, gibt es kaum noch klare Vorgaben. Es gibt natürlich Vorgaben, wie das Essen abläuft und dass man eben langsam isst und nicht schnell, gehört eben dazu, dass man eben nicht zum Konsumieren da ist, sondern zum sich treffen und dabei konsumieren. Mhm. Und man muss eben dann spontan irgendwie einen guten Abend verbringen.
Ich habe da gerade nicht das Schlagwort parat. Ja. Geplante Spontanität. Mhm. Sehr schön. Mhm. Da kann man den Namen Goffman nennen. Der hat die Trennung zwischen Social Identity und Personal Identity gemacht. Also du hast auf der einen Seite das Rollen-Ich, die soziale Identität, also all das, was du nach außen hin vorgibst zu sein, dein Beruf zum Beispiel. Und demgegenüber steht dein wahres Ich, deine personale Identität. Und in der Liebe verwirklichst du halt deine personale Identität. Und du bist halt in diesem dauernden Konflikt, dass du beides balancieren musst. Wenn du wenn du jetzt nur auf Social Identity gehst, dann hast du die Gefahr der Verdinglichung, dass du also Goffman spricht davon Phantom Normalcy. Mhm. Also du gibst vor, normal zu sein, pure Normalität zu sein, aber du bist dabei nur ein Phantom, weil du deine Individualität so weit zurückgesteckt hast, dass du quasi verblasst als Individuum. Und auf der anderen Seite wärst du dann Phantom Uniqueness. Da hast du die Gefahr der Stigmatisierung. Weil du dann so sehr aus der Gesellschaft rausstichst, dass du unversöhnlich bist mit der Normalität. Weil du dann zu sehr Individuum bist. Man muss irgendwie die Balance finden. Genau. Ja. Ich muss das korrigieren. Also die Gefahr für die Social Identity ist die Verdinglichung. Die Gefahr für die Personal Identity ist die Stigmatisierung. Und die Phantom Normalcy und die Phantom Uniqueness, das ist quasi das, was du mir nach außen vorgibst zu sein. Du gibst vor, ein Individuum zu sein, du gibst vor, normal zu sein, aber du bist weder das eine noch das andere tatsächlich. Ausflug in Goffman, gut. Eher schwammig. Ja, ist jetzt auch ziemlich theoretisch, ehrlich gesagt. Ja. Ich wollte es nur einbringen, das sind so Stichworte, ja, die man mit Goffman in Verbindung bringt. Der Punkt ist doch aber, man spielt immer Rollen. Und es entstehen eben neue Rollen, die man spielen kann, wenn man möchte. Man hat dann zum Beispiel die Rolle gegenüber seiner Familie und die Rolle, die man spielt, wenn man in der Öffentlichkeit ist und sich gerade mit jemandem trifft. Mhm. In einer Insel der Privatheit. Und diese neuen Rollen sind eben entstanden und können gespielt werden. Aber wie sehr du das dann machst und wie sehr du das eine vom anderen trennst, dein häusliches Leben, sag ich mal, und vom öffentlichen, das ist nicht sicher, ob das zum Thema gehört. Also das ist natürlich eine wichtige Sache, die man auch können muss. Mhm. Aber inwieweit das jetzt zur Konsum der Romantik gehört... Ja. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben, dass man das vielleicht im Hintergrund ein bisschen hat. Also vielleicht werden wir auch ein andermal ein bisschen genauer auf die Rollentheorie eingehen. Ja. Aber das reißt das Thema so ein bisschen an. Auf jeden Fall... Ja, was man hinkriegen muss, ist natürlich, man trifft sich in der Insel der Privatheit, in dem man eigentlich nicht wirklich privat ist, sondern man vollzieht da ja einen offenen Konsum. Also man muss es auch anderen, es müssen auch andere mitbekommen, dass man gemeinsam konsumiert und individuell ist. Ja, der Konsum ist auch konsumtiv. Also konsumtiv heißt in dem Moment, dass du für den Konsum konsumierst. Also du kaufst, dem gegenüber steht natürlich das instrumentelle Konsumieren, Kühlschrank oder so. Ja. Aber wenn du die Pizza im Restaurant isst, dann isst du sie der Pizza wegen. Genau. Beziehungsweise als Vorwand, um sich zu treffen. Danke, genau. Offener Konsum, man konsumiert ein Produkt. Andere Leute müssen das am besten mitbekommen. Ein teures Essen zum Beispiel und der verborgene Konsum ist im Prinzip ein Konsum von Freizeit, von der Zeit, die man dafür investiert. Genau. Ja. Und da kommt auch wieder die Natur ins Spiel. Also früher in der Romantik hat man sich halt außerhalb der Öffentlichkeit getroffen, wie gesagt, und da war natürlich die Natur der ideale Platz. Genau. Obwohl die Romantiker selbst niemals in der Natur gelebt haben, sondern in ihrer zivilisierten Umwelt von der Natur geschwärmt haben. Und jetzt ist die Natur wieder so ein Refugium geworden, um aus dem Alltag auszubrechen. Wie gesagt, romantisch bedeutet außeralltäglich. Der Alltag ist langweilig, die Romantik ist aufregend und zum Vergnügen kannst du auch in die Natur fahren. Das ist aber eine relativ aktuelle Entwicklung.
Das ist schon nach 1950. Ja, ja. Genau. Und ja, das Naturbild eben, man findet dort die Abgeschiedenheit und die Einfachheit, es ist exotisch und man kann da ganz intim sein. Und da schwingt immer mit dieser Eindruck von innerhalb von der Natur, wenn ich mich weit genug von allen entferne, in Anführungsstrichen, dann kann ich dort mein wahres Selbst finden und ausleben. Genau. Und in Verbindung damit mit einem Partner ist das natürlich noch besonders, mhm, noch besonderer. Und was bringt dich in die Natur? Tja, mein Geld, nehme ich an. Ja, aber nicht das Geld allein, das bringt dich ja nicht wirklich in die Natur. Ich muss Geld ausgeben und an wen? Ich muss Geld ausgeben an Konsumbereitsteller. Ich muss Geld ausgeben für ein Auto, das mich in die Natur bringt. Ich muss Geld ausgeben für ein Restaurant oder eine Gaststätte, die sich in der Natur befindet, wo man dann schön essen kann. Ja. Ja. Ich muss Geld ausgeben an eine Reisegesellschaft, die mir den Flug ermöglicht, irgendwo hinzufahren, auf eine Insel, auf eine einsame. Genau. Ja. Also, das Demokratisierung. Wieso? Weil sich nicht jeder das leisten kann. Genau. Also, die Kosten des Rendezvous sind einmal das Geld und auf der anderen Seite natürlich die Zeit. Und wenn du die ganze Zeit arbeitest, dann hast du keine Freizeit. Mhm. Und da kommen wir halt zur Ungleichheit, weil die Leute in verschiedenem Maße einmal über Geld verfügen und zum anderen über Freizeit. Und da gibt es noch Bourdieus Trennung der Kapitalsorten, das ökonomische Kapital, das Geld halt, das Körperkapital, das soziale Kapital. Führst du das in der... Und das Kulturkapital. Führst du das in den Klausuren auch so assoziativ zusammen? Also Assoziationen sind alles, was wir haben. Das ist richtig, ja. Man muss ja irgendwie verbinden. Also nehmen wir ein Geld. Also es wird beim Rendezvous ein Tausch vollzogen. Allgemein kann man sagen, dass die Tendenz ist, dass die Frauen eher Körperkapital anzubieten haben und die Männer... Ja, na eher, warte mal. Nicht generell. Also, wir hatten ja vorhin diesen Trickle-Down-Prozess angesprochen. Der Trickle-Down-Prozess hat dazu geführt, dass eben die, ich sag mal, untere Schicht, die Unterschicht, die Arbeiterklasse, was auch immer, in einer bestimmten Hinsicht mithalten musste. Das heißt, man musste auch dieses Ideal vervollständigen können. Man musste irgendwie sich überhaupt leisten können, eine Frau in Restaurants zum Beispiel auszuführen. Brauchst du gar nicht so zu gucken. Es musste irgendwie bezahlt werden. So. Und in der Arbeiterschicht entstand dann eine Angst davor, dass man dieses Ideal nicht mehr bedienen kann. Ich weiß nur, dass die Rendezvous eigentlich von der Unterschicht kommen und dass es dann das Gegenteil vom Trickle-Down-Effekt gab, weil die oberen Schichten das adaptiert haben und Rendezvous kam zuerst bei den Mittellosen zustande. Ich glaube, dieses Umkehrding war dann... Also zuerst gab es doch diese Vergnügungsparks, wo man sich getroffen hat und dann haben die oberen das nachgemacht, zum Beispiel. Ja, das kam aber später. Hm. Am besten mache ich das tatsächlich jetzt, dass ich das eben mal suche, dieses Ding mit den Arbeitern. Ich kann ja derweil ein bisschen auf Bourdieu noch eingehen. Der ist bekannt für das Schlagwort der feinen Unterschiede. Und er hat herausgestellt, dass man eigentlich seinen Partner immer passend zu seinem eigenen Milieu wählt. Also man wünscht sich eigentlich nichts, was man nicht bekommen kann. Er spricht dabei auch davon, dass sich das Milieu in der Alltagserfahrung manifestiert. Das heißt so viel wie, so wie du dich gibst, so können andere dich wahrnehmen als das, was du bist. Also du kannst nicht verbergen, aus welchem Milieu du kommst. Und Leute suchen sich halt die Leute, die Partner passend zum Milieu aus. Allgemein ist es so, dass Männer eher dazu tendieren, eine Frau zu wählen, die so einen Schritt unterhalb der eigenen Klasse ist. Also wenn man jetzt fünf Schichten nimmt, dann werden die Männer in der ersten Schicht, der obersten Schicht, die Frauen aus der zweiten Schicht nehmen. Frauen wiederum wählen eher Männer, die einen Schritt über ihnen stehen. Also würde die Frau aus der dritten Schicht, der dritten Stufe, einen Mann aus der vierten Stufe wählen. Die Gearschten sind dabei einmal die Männer, die ganz unten stehen, weil keine Frau wird jemanden wählen wollen, der noch niedriger ist als sie selbst.
Und auf der anderen Seite die Frauen, die ganz oben stehen, auf der ersten Stufe, weil kein Mann eine Frau nehmen möchte, die gleichgestellt ist. Selbstverständlich reden wir hier immer nur von ganz allgemeinen Tendenzen. Ja, also Ausnahmen bestätigen ja die Regel und die Soziologie allgemein hat nur diesen Blick von oben. Die geht nicht auf die Einzelfälle jetzt ein. Ja, also man merkt schon dann, dass auch dieses traditionelle Bild noch durchwirkt. Absolut. Ja. Irgendwo ist immer alles noch dabei. Genau. Wie in Cloud Atlas. Ja. Wunderbarer Film. Das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, wenn du jetzt in so einem Nobelrestaurant sitzt, dann kannst du noch so viel Geld haben oder so. Du brauchst auch das Kulturkapital in dem Moment, um zu wissen, wie du das Weinglas hältst oder wie du bestellst, was auch immer, wie man sich halt gibt. Mhm. Und da kommt das Kulturkapital ins Spiel. Und da trennt man dann nochmal zwischen Hochkultur und Alltagskapital. Also in der Hochkultur, wenn du zu den oberen Milieus gehörst, dann musst du dich zum Beispiel in Opern auskennen. Ja, oder man muss wissen, wie man isst. Das Weinglas halten ist, denke ich, auch schon eher, tendiert eher zum hochkulturellen Kapital, weil Alltagskapital ist eher, laufe ich links oder rechts an jemanden vorbei. Und man merkt es ja, wenn man versucht, links an Leuten vorbeizulaufen, dann rennt man oft in die Reihen. Ja, ja. Ja. Das ist so die unterste Ebene. Ich habe übrigens das mit den Arbeitern jetzt gefunden. Ja, gut. Dann also das Thema. Als mit der Entstehung vom Rendezvous ist nicht nur das Rendezvous entstanden, sondern auch die Kosten des Rendezvous. Das heißt, ein Rendezvous musste natürlich bezahlt werden. Ja. Das waren für manche Schichten hohe Kosten. Also man musste zum einen musste nicht nur Geld haben, um das Rendezvous zu bezahlen, sondern auch Freizeit dazu. Das haben wir ja gesagt, ja. Richtig, aber Freizeit war eben nicht in allen Schichten gleich viel verfügbar. Mhm. Um zu sagen, da wo wenig Geld ist, ist auch wenig Freizeit. Mhm, ja, und der Mangel an ökonomischem Kapital löst dann eben Ängste in der Arbeiterklasse aus. Das heißt, man musste ja eine Frau überhaupt aushalten können. Da war jetzt dieses neue Ideal, man spricht nicht mehr zu Hause vor, sondern man muss eine Frau aushalten, man muss irgendwelche Erwartungen erfüllen können. Und das musste eben bezahlt werden. Und bei Männern war das so, die mussten eben wirklich Geld anbringen, um das Essen zu bezahlen, um rumzufahren, das Auto und so weiter. Während die Frauen in ihrer Rolle als nicht arbeitende Menschen eher das durch diese Gefälligkeiten in Anführungsstrichen dann honoriert haben. Mhm. Austausch von ökonomischem Kapital gegen Körperkapital. Genau, das war das Körperkapital. Das Körperkapital gehört übrigens nicht zu Bourdieu. Nicht? Nee. Das Bourdieu lässt das Körperkapital raus, ihm geht das nur um soziales Krams. Ah ja, okay. Ja, und dadurch, dass sich das eben doch nicht wieder jeder leisten konnte, denn gleichzeitig ist diese ganze Industrie, die dahinter stand, immer größer geworden, wurden dann die untersten Schichten auch wieder in der Hinsicht davon ausgeschlossen. Und das ist dann der Trickle-Up-Prozess. Hm. Also, ich weiß nicht, ob das Trickle-Up heißt, aber das ist die Gegenübertragung. Mhm. Einmal kommt es von oben nach unten, dass man auch Rendezvous machen will. Man stellt dann aber fest, ein Rendezvous ist teuer, ich muss es irgendwie bezahlen. Und dann wandert das Ganze wieder eher als Angewohnheit von höheren Schichten. Letzten Endes sind die oberen Schichten die Leute, die am besten mit diesem Konsumromantik-Gedöns umgehen können, weil sie keine Bedenken mehr dabei haben bei dem Geld, das sie ausgeben. Also sie sagen zwar, dass sie sich über das alles hinwegsetzen und dass es ihnen egal ist, aber dabei können sie ja am besten damit umgehen. Also sie können am ehesten einen teuren Ring kaufen und unterstützen damit die Konsumromantik und sagen halt dabei, das ist nur eine Geste, das geht jetzt nicht um den Wert des Rings. Mhm. Ja, die sagen auch, dass sie sich bewusst sind, dass das gerade ein Konsumakt ist, den sie vollziehen und könnten sich ja eigentlich dann davon fernhalten, aber gerade die, die sich dessen eben bewusst sind, was sie da tun, die können sich das eben auch leisten. Ja. Man sollte vielleicht nochmal rausstellen, dass es vier Arten der Grenzen, also Abgrenzungen vom Alltag gibt. Du hast einmal die temporale Grenze, also halt, dass es zeitlich außerhalb deines Alltags liegt, einfach. Dann hast du die räumliche Grenze, dass du außerhalb von deinem Zuhause dich mit anderen triffst. Die Insel der Privatheit. Insel der Privatheit. Dann hast du die künstlichen Grenzen, das heißt, dass du Objekte der Liebesbezeugung mit reinbringst, dass du zum Beispiel diesen Ring kaufst. Geschenke, Kleidung, genau, und das Essen bezahlst. Diese Objekte verfolgen zwei Ziele. Einmal der Verführung, dass du den Partner dann
an Haken bekommst. Müssen wir ja nicht ausführen, also ja. Ne? Wir sind hier in der Soziologie. Und der zweite Zweck ist von ritueller Natur. Also das gehört irgendwie so zu dem Ritual des eines Dates, dass man dann Geschenke austauscht oder so, oder dass die Frau ein Geschenk bekommt. Aber alle vier Dimensionen haben eine rituelle Komponente. Ja, so gesehen. Und die vierte ist die emotionale. Also man ist, wird halt auf die Einzigartigkeit des Treffens gepocht. Genau. Demgegenüber steht natürlich der Alltag. Und da... das ist der trockene Alltag. Ja, und da kann man dann die These aufstellen, dass ein möglicher Grund für die stetige Kinderlosigkeit in Deutschland vielleicht dieser Fakt ist, dass sich die Romantik mit dem Alltag beißt, weil du einerseits den Zwang zum Vergnügen, zur Originalität durch Konsum hast und zum anderen den Alltag. Und sobald du Kinder bekommst, bist du quasi zum Alltag gezwungen und du hast weniger Freizeit, du hast weniger Zeit für leidenschaftliche Liebe. Leute, die jahrelang schreiende Kinder die Nacht aufgezogen haben, werden das bestätigen können, denke ich. Ja, gute Zuhörer. Und dementsprechend wird Liebe dann langweilig, sobald die Kinder kommen. Und sobald der Kinderwunsch aufkommst, fliehst du von deinem Partner und suchst dir einen neuen. Ja, weil das Erlebnis wegfällt. Ja. Plötzlich stehst du nicht mehr selbst im Mittelpunkt deines Lebens, sondern eben Kind. Und die Gesellschaft kann natürlich predigen, es ist total wichtig, dass man sich um seine Kinder kümmert und dass man nicht an sich selber denkt, aber gleichzeitig wird auf einen eingewirkt, dass man sich immer individuell halten soll und sein eigenes Ding irgendwie auf die Reihe bringen. Ja, Ambivalenz, was? Übrigens, lieber als Ritual, ne? Mhm. Also, es gibt ja diese Dimensionen, die das, nee, diese Schranken, die das einschränken, so zeitlich, emotional, räumlich und künstlich. Und alles davon hat, macht Liebe oder diese Liebe im Sinn von Rendezvous und Romantik zu was Ritualistischem. Ritual? Ja. Man isoliert sich zum Beispiel nach außen, ja? Das ist diese räumliche Grenzung, Begrenzung. Ja. Man isoliert sich nach außen, so. Das ist was Äußeres und was Inneres. Dann macht man das besonders, eben durch Kleidung, Essen, Geschenke. Ja. Man arrangiert das zum Beispiel zu festen Zeiten. Ob das jetzt ein Jahrestag ist von der Heirat, das kann immer noch romantisch sein, aber man trifft sich eben abends für 1, 2, 3 Stunden und nicht irgendwann, einfach zufällig. Genau, und früher hattest du diese religiösen Feiertage halt und die wurden jetzt, in deinem privaten Leben hast du dann den Feiertag der Hochzeit zum Beispiel. Genau, so. Man kann sagen, dieses Religiöse, was früher tatsächlich die Religion ausgemacht hat, ist eben teilweise in die Liebe übergegangen. Mhm. Das sind eben dann diese, das kann man gut verbinden mit diesen vier Schranken, die dazugehören. Mhm. Und dann halt generell die symbolische Trennung von Alltag und dem Ritual selbst. Mhm. Ja, die Liebe ist halt jetzt zu etwas so bestimmendem, großen, hohem. Ja, was Sinngebendes. Genau. Liebe ist tatsächlich doch, denke ich, zumindest zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt behandelt haben im Unterricht. Mhm. In einer, war in das einer der zentrale Sinn. In einer Welt, wo sich alles permanent wandelt, ist dein Partner quasi so einer der letzten sicheren Anker in deinem Leben. Und dementsprechend wichtig ist es für dich, dass du auch den richtigen Partner hast. Genau. Und da kommen dann Erwartungen ins Spiel und auch ein großer Wissensbedarf. Also einmal muss man halt über den anderen Bescheid wissen, aber man muss auch wissen, wie man, wie die Beziehung steht. Man muss auch wissen, wie die anderen Leute drumherum diese Beziehung wahrnehmen. Du musst das, den Gegenpart, also deinen Partner, muss man auch erstmal kennenlernen. Das ist übrigens, das sind alles Sachen, die zeigen auch nochmal, dass dieses Vorsprechen im Elternhaus hinfällig ist. Weil wenn du jemanden erstmal kennenlernen musst und du hast eine Auswahl an Menschen und nicht nur irgendwie 2, 3 Leute, die dafür in Frage kommen, dich zu heiraten, dann brauchst du das Rendezvous auch rein funktionalistisch, um überhaupt jemanden zu finden, der zu dir passt. Du musst dich mit jemandem treffen irgendwo und man muss sich miteinander beschäftigen, dass man eben rausfindet, ob man zueinander passt, ob das funktioniert, ob eben zum Beispiel dann der Habitus auch übereinstimmt. Mhm. Das ist eben der neue Filter quasi. Ja. Es fällt weg, dass man seinen Partner aus dem sozialen Umfeld direkt sucht und dafür kriegt man eben eine Auswahl und muss sich ja dann eben selbst orientieren. Mhm. Man muss sich selbst einen Partner suchen und sich kennenlernen und schauen, ob das funktioniert. Mhm. Und nach Krappmann
verbunden mit Rollentheorie spricht man da auch von Ambiguitätstoleranz. Das heißt, dass man Konflikte der Rolle als unvermeidlich betrachtet und dass man mit dieser Spannung lebt, dass man Unterschiede zwischen, also untereinander hat oder Erwartungen hat, die sich nicht auflösen lassen, also Erwartungen, die sich nicht erfüllen lassen, und dass man gegenseitig permanenten Kompromiss trifft, anstatt dass man selbst eine feste Rolle ist oder so. Man passt sich aneinander an, idealerweise, oder man geht auseinander. Ja, man kann auch sagen, man findet sich damit irgendwann ab, dass man nicht den hundertprozentig perfekten Partner findet, und man findet sich auch damit ab, dass man selbst nie 100%, also wirklich 100% die Erwartungen von jemand anderem erfüllen kann. Mhm. Man akzeptiert das einfach und versucht dann damit zurechtzukommen. Mhm. Und entgegen von manchem Vorurteil vielleicht, ist mit dem Rückgang der Ehen der Gegenwart nicht ein Rückgang der Partnerschaften im Allgemeinen verbunden. Stattdessen ist die Ehe einfach nur, Stichwort Pluralisierung, eine von ganz vielen möglichen Formen der Beziehung. Was in Beziehungen jetzt nur noch allgemein grundlegend ist, ist eben die Liebe. Ja, genau. Liebe ist nur noch dieses, ist der Kern von Beziehungen. Liebe als Fundament, ja. Und alles andere ist optional und variabel geworden. Ja. Also, ob man jetzt zum Beispiel zusammen in einer Wohnung wohnt, ist optional. Es ist optional, ob man überhaupt heiratet. Sogar der Kinderwunsch ist mittlerweile optional. Absolut. Teilweise. Ja. Nicht überall, also. Ne? Ja, es ist. Will ich Kinder wann und auch die Reihenfolge, also erst Kinder, dann heiraten, dann zusammenziehen, oder alles ist möglich. Also möglich heißt einfach, dass es normal akzeptiert ist. Also wir reden nicht von vollkommen strangen Lebensformen, sondern von denen, die generell mittlerweile akzeptiert sind in der Gesellschaft, wo man dann nicht schief angeguckt wird deswegen. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, dann stellt man ja auch fest, dass das einfach ein fortlaufender Prozess ist. Also als erstes ist dieses Eheding weggefallen, dass man heiraten musste, um dieses Ideal, dieses Archetypische zu vervollständigen, was man eben von der Gesellschaft vorgesetzt bekommt. Dann ist das, also das ist weggefallen, dann ist es optional geworden, ob man Kinder hat. Mittlerweile fällt zum Beispiel auch weg, ob das eine heterosexuelle Partnerschaft ist. Richtig. So, mittlerweile ist es doch tatsächlich, möchte man doch behaupten. Wegfall der Geschlechtsspezifischkeit. Nee. Ja. Spezifik, verdammt. Ja, wollte ich einmal klugsprech machen. Vielleicht könnte man sogar sagen, also ich kenne auch Leute, die führen Beziehungen sehr offen. Also wenn man sagt offene Beziehung, dann heißt das, dass sogar der Exklusivitätsanspruch teilweise wegfällt. Aber ich glaube, das ist immer noch eher unnormal. Also das ist so. Ja, ich sag nicht, dass das schon. Es kommt vor, aber es ist nicht so auf breiterer Ebene. Ja, aber die Entwicklung läuft meiner Meinung nach, so ich das sehe, schon dahin, dass das alles noch offener wird. Ja, meinst du? Und ich bin mir nicht sicher, ob die Liebe als ein Beziehungszentrum zwischen zwei Individuen noch lange standhält. Mhm. Also ich würde tatsächlich als Soziologie-Experte, der ich bin, vermuten, dass Beziehungen irgendwann eher nur noch auf Freundschaft und Zuneigung basieren, als auf eine dauerhafte Liebe. Mhm. Das Sequenzielle quasi fällt weg. Jedenfalls brauchst du auf keinen Fall mehr die Ehe als absoluten Liebesbeweis. Okay. Aber wenn du dann Kinder hast, dann legitimiert das die Ehe. Richtig. Also früher war es umgekehrt, Ehe legitimiert Kinder, heutzutage legitimieren Kinder die Ehe. Also, es ist nichts Ungewöhnliches, dass ein Paar, das unverheiratet war, Kinder bekommt aus dem einen oder anderen Grund und dann nachträglich heiratet. Tja, haben wir irgendwas vergessen jetzt speziell zur Konsumromantik? Ja, wir haben ganz viel vergessen. Aber. Weil sonst würde ich jetzt noch dann ein bisschen was zur Familienpolitik sagen. Ja. Also wir haben ja die Kinderlosigkeit schon erwähnt und dann mach als Theorie halt dieses Beißen zwischen der Vergnügungssucht und dem Alltag. Das ist jetzt natürlich nur eine These, das muss ja nicht so stimmen. Vielleicht sind die Gründe für unsere Kinderlosigkeit auch ein ganz andere. Und da haben wir ja auch eine interessante Studie besprochen, die eigentlich zu dem Ergebnis kam, dass die Gründe in einer immer noch ziemlich stark vorhandenen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
zu vermuten ist. Also das, auf dem Papier sind Männer und Frauen zwar gleich, aber es gibt immer noch sehr, sehr klischeehafte, konventionelle Rollenmuster, die immer noch im Denken, im Alltagsdenken verankert sind. Ja, also ich würde eher sagen, die einzige Option, die tatsächlich momentan zur Verfügung steht, um diesen demokratischen Wandel irgendwas entgegenzuhalten, ist die Gleichstellung von Mann und Frau. Das läuft jetzt schon seit ziemlich vielen Jahren, dass das gefordert wird. Aber tatsächlich sind Frauen immer noch nicht genauso in der Gesellschaft angekommen wie Männer, wenn man so will. Ja. Die Gesellschaft ist, wenn man so will, immer noch Männer dominiert. Und Frauen haben halt immer noch damit zu kämpfen. Und eine Frau, die sich entscheiden muss, ob sie jetzt Geld verdient oder ein Kind will und dann zu Hause sitzt, die quasi so halb emanzipiert ist, aber gleichzeitig mit den Problemen konfrontiert wird, die die Gesellschaft dann nun mal liefert, wird sich dann eher dafür entscheiden, weil die Gesellschaft Individualität von ihr fordert, ihrem Beruf nachzugehen oder sich weiter auszubilden, anstatt ein Kind zu bekommen. Und sich dann selbst verwirklichen, genau, statt sein Leben für ein Kind zu opfern. Ja, siehst du, man steht. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass das Kind nicht im Mittelpunkt steht, sondern die Gesellschaft fordert, du selbst bist der Mittelpunkt, du musst dich selbst verwirklichen. Genau, früher war das Kind, also in der Romantik war das Kind das Produkt der wahren Liebe. Also das war das ultimative Zeugnis dafür, dass du die richtige Liebe gefunden hast. Und jetzt hat halt diese Symbolkraft verloren. Ja, heute ist ein Kind aber nur noch ein Zeichen davon. Der Ballast. Es ist ein Zeichen davon, dass man arriviert ist in der Gesellschaft. Und man muss sich sein arriviert? Können. Ja, man muss. Was heißt das? Na, man ist angekommen. Achso, okay. Die Vorstellung. Okay. Ein Kind muss bezahlt werden. Das heißt, ich bin erfolgreich im Beruf und habe ein Kind. Mhm. Ich kann das Kind überhaupt finanzieren. Ich komme damit zurecht, irgendwie meine Freizeit dann dafür auch zu opfern und so weiter. Mhm. Ja, aber das sind alles Probleme, die wir heutzutage noch haben. Ja, und da gibt es auch immer noch dieses Denken der Rabenmutter. Also es wird halt weithin erwartet, dass du als Mutter dich halt selbstverständlich um das Kind kümmerst und dass es immer noch relativ ungewöhnlich ist, wenn der Vater sich drum kümmert oder wenn das ausgeglichen ist. Ja, vor allem was außerhäusliche Betreuung angeht. Ja. Also generell wird gesagt, die Mutter... Zumindest gesagt, ja, wird gesagt, die Mutter ist dafür verantwortlich, aufs Kind aufzupassen. Und wenn sich ein Paar dazu entschließt, ein Kind in eine Kindertagesstätte zu geben, damit beide Vollzeit arbeiten können, im besten Fall, kommt natürlich als erstes der Vorwurf an die Mutter, nicht an den Vater. Deswegen ist es die Rabenmutter, die ihr Kind irgendwo abgibt und sich nicht drum kümmert. Ja. Und du hast einerseits diesen Vorwurf von außen, aber du hast das auch in deinem Kopf drin. Genau. Wo es untrennbar irgendwie mit deinem Denken vereinbart ist, auch wenn du es nicht willst. Was sollen die Leute denken? Was sollen die Nachbarn davon halten? Ja, ja. Genau. Was soll das Finanzamt sagen? Ja, ja, also was kann man machen? Die Infrastruktur. Die dafür gibt es ja die Familienpolitik, wo der Staat Maßnahmen erfindet, fördert und sehr viel Geld reinsteckt und Deutschland gehört in Europa mit zu den größten Geldgebern, was familienpolitische Maßnahmen angeht. Ja. Wir haben insgesamt über 400 verschiedene Angebote, wo jährlich... Sag's ruhig. Ein Großteil Transferleistung, ja. Man verteilt Geld, aber eben nicht in bestimmte Maßnahmen, sondern in ganz, ganz viele. Genau, und das sind jährlich 200 Milliarden Euro, die da reingepumpt werden, aber mit einem sehr, sehr mittelmäßigen bis schlechten Ergebnis. Warum? Weil erstens... da schlägt halt diese Zweigleisigkeit durch. Ja, genau. Das Lavieren zwischen der Halbmodernen und der Vollmodernen. Genau, man bedient das eine alte Leitbild und das neue. Man soll ja nicht werten in der Soziologie, aber wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll, das alte sehr zu unterstützen, wenn nur das neue den demokratischen Wandel was entgegenhalten kann. Nun, die Studien... unterstützen diese These. Also wenn man danach geht, da muss man sich halt konsequent von der Halbmoderne verabschieden. Also wenn mich jemand fragt, dann die volle Moderne. Ja, mich auch. Ich sag auch volle Moderne. Was kann man denn tatsächlich machen? Man kann zum Beispiel ein Elterngeld einführen. Ja, das Elterngeld, wo soll ich das jetzt ansiedeln? Das weiß ich jetzt nicht. Familienpolitische Maßnahmen, die sinnvoll oder weniger sinnvoll sind. Weniger sinnvoll. Ich würde übrigens einfach, bevor wir jetzt zu weit gehen, sagen, die Politik muss tatsächlich Infrastruktur schaffen. Das heißt, es braucht Schulbusse und so einen ganzen Kram. Ich will nicht... Ja, genau. Also es gibt halt diese große Trennung. Und
Problem ist halt, die meisten sind sich über all diese Maßnahmen nicht bewusst, die es gibt, die theoretisch da sind. Und erstmal müsste das klarer werden, es müsste ein bisschen reduzierter werden. Und du hast auf der einen Seite die Transferleistung, auf der anderen Seite die Investition in Infrastruktur. Ja, natürlich. Also gut, machen wir es dann doch im Speziellen, bitte. Ja, also wenn wir zum Beispiel das Betreuungsgeld nehmen, das unterstützt die Halbmoderne. Warum? Keine Ahnung. Erziehungsgeld hingegen unterstützt die Vollmoderne. Was macht denn das Betreuungsgeld? Das habe ich vergessen. Das Betreuungsgeld ist dieses aktuelle Ding, die Herdprämie, ne? Die Herdprämie. Ach ja, das Betreuungsgeld wird Eltern gezahlt, die ihre Kinder nicht in den Kindergarten schicken, sondern zu Hause betreuen. Ah ja, also du hast ja nach... Es steht nicht drin, die Frau muss das jetzt zu Hause machen, aber das ist einfach faktisch so, dass es die Frau ist, der die Rolle automatisch zufällt, der Betreuerin. Und das unterstützt einfach nur die diese ganze Schiene, die Frau bleibt zu Hause und geht nicht arbeiten. Das ist einfach so. Da kann man erzählen, wie man will, dass man sich das ja aussuchen kann und so ein Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ja. Nach Rechtslage hat ja jeder Anspruch auf einen Krippen- und jetzt, also Kita-Platz erstmal und jetzt halt auch Krippenplatz. Und das ist dieser faule Kompromiss gewesen. Der Forderung, ja, wir brauchen einfach jetzt mal ordentliche Kindertagesplätze. Aber in der Realität hast du nicht genug Erzieher ausgebildet, du hast nicht genug Stätten. Ja, man und hat stattdessen nicht genug Geld reingesteckt in die tatsächliche, in die Angebote, sondern versucht dann jetzt zu sagen, ja, dann bleib zu Hause. Ihr kriegt ein bisschen Geld. Weil du stattdessen dann eine staatliche Vergütung dafür bekommst, wenn du den Platz, der dir zusteht nach Recht, nicht in Anspruch nehmen kannst. Dann bekommst du halt staatliches Geld und bist damit zufrieden. Und der Staat ist auch zufrieden, weil es für ihn letzten Endes billiger kommt, als das Geld wirklich in die Kitas zu stecken. Zumindest kurzfristig. Auf lange Sicht ist es natürlich problematisch, weil, wie wir schon festgestellt haben, dieses traditionelle Bild fördert einfach nicht die Fertilitätsrate. Ja, genau. Es wird nicht mehr Kinder geben dadurch, dass mehr Frauen zu Hause bleiben, sondern es wird erst mehr Kinder geben, wenn Frauen emanzipiert sind und sich keine Sorgen mehr machen müssen, wenn sie dann ein Kind kriegen. Genau. Weil in dem Moment, wo die Frau nicht mehr arbeiten kann oder dazu reduziert wird, Teilzeitarbeit in Anspruch zu nehmen, was halt nur sehr kurzfristig ein Beschäftigungsverhältnis ist, wird sie wieder abhängig von dem Mann und dementsprechend wird es von existenzieller Wichtigkeit, dass der Mann dann auch wirklich der Richtige ist und dass er auch die ökonomische Absicherung bringt. Und da wird es immer, immer unwahrscheinlicher, dass es der richtige Partner ist am Ende. Den richtigen finden. Genau. Macht mehr Rendezvous, ist aber auch gut für die Wirtschaft. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel noch, wolltest du noch was sagen zum Elterngeld? Nicht direkt, aber es gibt auch so Maßnahmen, die quasi die Singles quasi dafür bestrafen, dass sie jetzt nicht in einer Beziehung sind. Also es ist so, dass du als Single mehr in die Rentenversicherung einzahlst, wie wenn du in einer Partnerschaft bist. Und das wird quasi damit gerechtfertigt irgendwie, oder man selbst kann sich das so zurechtlegen. Ja, wenn ich keinen Partner habe, dann habe ich ja mehr Zeit und kann auch mehr arbeiten. Und dementsprechend kann ich auch ein bisschen mehr zahlen. Und das wird sich schon irgendwie so ausgleichen. Das Problem ist, auf lange Frist wird sich das für dich nicht bezahlt machen, weil wenn du alt bist, dann wirst du weniger junge Leute hinter dir haben, die dann deine Rente bezahlen. Genau. Weil in der Zeit, in der du jung warst, hast du zwar mehr gearbeitet und mehr gezahlt und die Rentner in deiner Zeit haben ein bisschen mehr Geld bekommen, aber das hat dir nichts gebracht, weil du hast in der Zeit halt keine Kinder produziert, verdammt. Ist verrückt. Ja. Was wolltest du sagen? Ja, wenn wir schon mal Transferleistung sind, dann kann man auch was zum Ehegattensplitting sagen. Oh ja. Das Ehegattensplitting ist meiner Meinung nach eine ganz furchtbare Sache, die von vielen Leuten auch schamlos ausgenutzt wird, und ich bleibe bei der Rhetorik. Ja, das Ehegattensplitting stützt natürlich dieses Ernährermodell-Ding. Ganz klar. Bei Ehegattensplitting ist eben eine besonders effektive Sache, wenn die Frau wenig Geld verdient und der Mann viel. Ja, was theoretisch die Frau mehr verdient als der Mann, was natürlich nicht so ist. Was konkret wird da gemacht? Schön, dass du fragst. Ja, das ist nicht um Antwort. Beim Ehegattensplitting geht es, glaube ich, um Steuern. Das heißt, man bezahlt die Steuern vom niedrigeren Einkommen von einem Haushalt oder eine Mischung daraus. Auf jeden Fall, das war doch so, dass beide Gehälter zusammengenommen wird und dann wird die Hälfte nur versteuert. Die Hälfte wird versteuert. Also es ist dann so, eine Frau arbeitet für 300 Euro im Monat als Aushilfe irgendwo schön, und der Mann Vollzeit auf der Baustelle für mehr Geld, und dann wird nur die Hälfte
dann, wie war das, man, das wird die ja, wir können das ja rechnerisch durchgehen. Also wenn die Frau jetzt 100 verdient, wird der Mann 1000. Jetzt mal einfach nur simples Beispiel. Dann haben wir zusammen 1100. Das wird geteilt 550 Euro versteuern. Oder wir haben eine Frau, die 1000 verdient und einen Mann. Da hast du schon 1000, die du versteuern musst. Mhm. Also ist es besser, wenn die Frau weniger verdient. Genau. Also es ist so ein Anreiz dafür, für die Ungleichheit letzten Endes. Ja, auf jeden Fall gibt es nicht die Forderung nach mehr Kindern. Weil wie denn? Eine nicht emanzipierte Frau kriegt eher weniger, kriegt eher... Es unterstützt die Halbmoderne, es unterstützt weniger Kinder letzten Endes. Mhm. Obwohl das nicht die Intention ist. Aber im Effekt ist es leider so. So. Man kann behaupten, das Ehegattensplitting ist dafür da, um Paare und Familien zu fordern. Das funktioniert aber nur, wenn man sowieso in seinem Weltbild hat, dass eine echte Familie nur aus einem arbeitenden Mann und einer Hausfrau besteht, die dann ein Kind bekommt. Genau. Und die Sache ist, also wir haben es letztens nochmal aufgefrischt, darum kann ich das sagen. Also es gibt diese verschiedenen Steuerklassen von 1 bis 5. Und du kannst halt als Paar wählen, ob du eine 3-5-Versteuerung machst oder eine 4-4-Versteuerung. Und die, je höher das ist, desto mehr hast du zu versteuern. Mhm. Und du bekommst halt diesen Ausgleich und also eine Rückzahlung, wenn du dir eine Steuererklärung machst. Und der Unterschied zwischen 3,5 und 4,4 ist, dass du bei 3,5 diesen Ausgleich sofort bekommst und bei 4,4 musst du ein Jahr lang warten. Du bekommst dasselbe Geld, aber halt zeitversetzt. Und jetzt ist es in deinem Denken natürlich viel reizvoller, wenn du 3,5 machst und das Geld sofort bekommst, besonders wenn du das Geld brauchst. Was heißt 3,5, 4,4? Dass die Frau Steuerklasse 3 hat und der Mann Steuerklasse 5. Oder im 4-4-Modell, dass beide gleiche also ja. Das, ja. Okay. Aber da müssen die halt ein Jahr lang auf das Geld warten. Und ein Jahr wirkt, ja, das Geld, da muss ich so lange drauf warten, das ist quasi weg eigentlich. Und nach einem Jahr hat man es vergessen. Ja. Also nimmt man 3,5 und ja. Ich glaube, wir haben irgendwo auch eine Studie behandelt, in der dann wirklich auch rausgekommen ist, dass das Ehegattensplitting überhaupt keine Auswirkungen auf die Kinderzahlen hat. Es ist einfach nur eine Bevorteilung von einem traditionellen Familienbild, wenn man so will. Und die Alternative dafür war doch so ein Kindersplitting oder so. Also ja, dass das Ehegattensplitting auf die Kinder bezogen sind, die dann genau. leben. Genau, dass du halt weniger Steuern zahlst, wenn du ein Kind hast. Ganz einfach. Ja. Warum nicht? Warum macht man das nicht? Ich glaube tatsächlich, das auch aus einer eher konservativen Ecke mittlerweile zu hören, dass das sinnvoll wäre. Aber wie es so ist, Politik und Soziologie sind verschiedene Dinge. Ja, dann gibt es noch das Elterngeld. Aber da fällt mir auch der Aspekt ein, wenn wir jetzt sagen würden, weniger Steuern bei Kindern, da hast du wieder so diesen subjektiven Effekt, der irgendwie die Wirkung korrumpiert, weil es kommt... Ja, der korrumpiert das aber nur, weil es sich mittlerweile verbreitet ist, dass das was Normales ist. Verdienlich ja, quasi. Genau, also wenn du weniger Geld zahlen musst... Dann denkst du dir halt, ja, steht mir zu, ist jetzt nichts, worüber ich dankbar sein muss. Aber wenn du Geld bekommst vom Staat, dann hast du eher so dieses Gefühl, dass du was davon hast. Ja. Ja, das also wollte ich nur sagen. Leute, die momentan vom Ehegattensplitting profitieren und die vielleicht keine Kinder haben, die würden das, glaube ich, die sich damit zumindest nicht beschäftigen, die verstehen das auch nicht, wenn man ihnen sagt, das ist unfair. Also du hast jetzt zwei Paare, sag ich mal, die einen sind verheiratet und profitieren vom Ehegattensplitting. Verheiraten ist ja eine Voraussetzung für das Ehegattensplitting. Und das andere ist einfach nur ein Paar, sag ich mal, ein festes, die nicht verheiratet sind. Mhm. Und das verheiratete Paar hat diesen massiven, riesigen Steuervorteil, während die nicht verheiratet sind, nichts bekommen. Die fühlen sich diskriminiert, meinst du? Nee, es ist eine Diskriminierung. Und zwar, weil das Ehegattensplitting eben nicht dazu führt, dass es mehr Kinder gibt oder überhaupt... dass Kinder kriegen, dafür Anreize schafft, ein Kind zu kriegen, sondern es ist einfach eine sinnlose Geldverschwendung. Mhm. Das Problem ist, dass die Leute, die davon profitieren, die denken, das ist normal, weil sie eben nicht darauf achten, dass es eigentlich darauf ankommt, dann auch ein Kind zu kriegen, dass es dafür eigentlich gedacht ist. Man könnte dann sagen, ja, dann heiratet doch einfach, dann habt ihr das genauso, aber das widerspricht eben diesen Individualitätsgedanken und der Kurzlebigkeiten von Beziehungen. Mhm. Okay. Zur Infrastruktur möchte ich dann noch sagen, die Kitas und die Schulbetreuung, die wir haben, schön und gut, aber die ist auch nicht perfekt, weil das immer so auf einem
Halbtagsmodell ausrichtet ist. Also deine Kitas... Auf ein Halbtagsmodell, in dem die Frau sich kümmert. Ja, so um 2 Uhr wird dein Kind halt rausgeschmissen aus der Kita. Mhm. Und da muss vorzugsweise die Mutter das Kind halt abholen. Und dann hat eine Mutter, auch wenn ihr Kind betreut wird vom Staat, doch nur Zeit für einen Halbtagsjob höchstens. Und selbst dann hat die Mutter noch Zeitdruck. Genau. Und das steht der Möglichkeit, überhaupt eine Vollzeitbeschäftigung anzunehmen, nochmal entgegen. Und die Kitas... Das ist kein Ganztagskindergarten, wenn man so will. Genau, wir bräuchten Ganztagskitas. Oder auch dann, wenn es Schulkinder werden, eine nachschulische Betreuung. Ja. Also da gibt es diese OGATAS, das ist die offene Ganztagsschule. Die geht zumindest bis 16 Uhr. Mhm. Und da hast du dann auch Mittagessen drin für 100 Euro. Ja, Geld ist natürlich auch so eine Sache. Kindertagesplätze müssen bezahlbar sein oder im besten Fall kostenlos, natürlich. Mhm. Ja. Weil bevor man sich den Stress macht, möglicherweise ziemlich teuren Kinderplatz für sein Kind zu erkämpfen und dann das da abholen zu müssen, kann man sich dann doch vielleicht eher dafür entscheiden, diese Herdprämie anzunehmen und das Kind einfach zu Hause zu betreuen. Genau. Was einfach einem entgegensteht, das man eigentlich braucht, um die Lage zu verbessern im Moment. Ja. Ja, und man merkt schon, es gibt auch zu wenig Plätze generell. Also es ist nicht so, dass momentan für jedes Kind ein Platz da ist. Man hat zwar mittlerweile diesen Rechtsanspruch drauf, dass ein Kind irgendwo untergebracht wird, aber es ist einfach nichts investiert worden, dass alle Kinder betreut werden können. Ja, genau. Genau. Dann müsste man noch das Kindergeld reformieren, haben wir irgendwie festgestellt. Vielleicht, dass man das über einen kürzeren Zeitraum bekommt und dabei geht Kindergeld ja bis 22 oder 23, das habe ich nicht richtig im Kopf. 25 sogar. 25. Was nicht viel Sinn macht, weil Kinder sollten... Was machen die Eltern, was bringen die Eltern noch für eine erzieherische Leistung, wenn die Kinder 25 sind? Oder ist eben die Forderung, dass man Kindergeld, dass man mehr bezahlt, aber auf einen kürzeren Zeitraum. Das heißt, man bezahlt denen mehr Geld, aber vielleicht nur bis das Kind irgendwie 15, 16 ist und nicht bis 25 und dafür kriegt man eben mehr pro Monat. Das wäre eine tatsächliche Stütze für die Entscheidung, wir kriegen ein Kind und ach ja, dann kriegt man auch Kindergeld, damit kann man echt was anfangen, während das Kindergeld in der Höhe, wie es jetzt bezahlt wird, einfach nicht viel bringt, weil wie viel kriegt man? Weißt du das? 125 ja, Euro? Ja, damit kann man niemanden Anreize schaffen, ein Kind zu kriegen. Schon gar nicht in prekären Schichten. Ja. Teilzeitarbeit der Mütter. Also in die Zahlen zeigen, wenn ein Kind dann kommt in der Beziehung, dann gehen generell die Väter immer noch der Vollzeit nach, wobei bei der Mutter dann in großem Maße Teilzeit gearbeitet wird. Das liegt vor allem daran, dass Männer schon, bevor sie das Kind quasi kriegen mit ihrer Frau, mehr Geld verdienen. Das ist diese fehlende Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft. Frauen verdienen prinzipiell weniger als Männer. 20% weniger allgemein. Was eben natürlich voll durchschlägt, wenn man ein Kind kriegt, wird garantiert nicht der Partner eben in Elternzeit gehen, der mehr Geld verdient, weil der kriegt keinen vollen Lohnausgleich. Und die Familie braucht das Geld, aber weil es natürlich jetzt auch noch ein Kind hat. Folglich bleibt eher die Frau zu Hause als der Mann, weil sie weniger verdient und damit weniger Verluste in der Familie da sind. Ja. Ja. Rabenmütter. Die Krankenkassen reden übrigens auch für Mütter ab 35 Jahre von Risikoschwangerschaften. Also wenn die dann schwanger werden und du bist über 35, dann wird das als Risikoschwangerschaft gehandelt, wo du dann unter besonderer ärztlicher Beobachtung bist. Das heißt, sobald du irgendwie so diese Schwelle der Akzeptanz für Mütter überschritten hast, wirst du es dir nochmal zusätzlich überlegen, ob du noch verspätet Mutter wirst. Was wieder für Akademiker schlecht ist, weil der ihre vorelterliche Phase natürlich umso länger ist, je länger sie sich ausbilden. Und ein Studium dauert eben lange. Genau. Was ist das Durchschnittsalter beim ersten Kind? 31? 28 oder so. Ich habe echt irgendwas mit 30. Schon 30? Ich bin mir nicht sicher, ja. Ich meine, ich habe die Zahl 28 so im Kopf. Jedenfalls so um die 30er Gegend herum, ja. Was ziemlich hoch ist. Ja. Und wie sieht es heute aus mit dem Konsum der Romantik? Ja, ist im vollen Gange, ne? So wie es aussieht. Ja, weniger romantisch. Also ich war schon länger her, dass ich sehr romantisch essen war. In einer Inselbett der Privatheit.
Ich war noch nie in so einer klischeehaften Insel der Privatheit, Ja, also siehst mit du? Kerzenschein oder so. Das ist, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht im richtigen Milieu bin, um das normal zu machen. Weil du es dir nicht leisten kannst? Tatsächlich gehen meine Freundin und ich gerne mal so ein Hamburger essen oder so. Also ganz unprätentiös eigentlich. Und das ist dann auch nicht so besonders romantisch. Vielleicht denkt ihr das nur und ihr seid eben genau die, die meinen, sie wüssten ganz bewusst, was los ist. Aber Aber gehen trotzdem voll drauf ein. ich stelle mir aber wieder fest, wie erschreckend wahr das alles ist, was Ilus so beschrieben hat, weil ich so letztens mir Gedanken gemacht habe, ja, ich will mal hier was mit meinen Freunden machen, und dann muss ich irgendwie irgendwo hin mit Ja. ihr und irgendwas machen dort. Man muss immer Geld ausgeben. Und man muss immer Geld ausgeben, Wenn kein stimmt. Geld ausgegeben wird und sei es für die Fahrt dorthin, dann ist es nicht Man romantisch. geht nicht einfach so in den Wald, Ja. also mit einer Flasche von zu Hause, Ja. mit Kranwasser. Ganz schön unromantisch eigentlich. Aber die Frau Ilus hat ja auch den Schluss dann gezogen, es ist nicht so, dass der, wie hat sie es ausgedrückt, kolonisiert, der Markt hat die Liebe nicht kolonisiert, sondern das ist wirklich gegenseitig, hat sich das hochgeschaukelt und ist so entstanden. Also der Markt hat jetzt nicht die Liebe ausgebeutet und irgendwie total verkommerzialisiert und jetzt ist nichts mehr davon übrig, sondern dieses Liebesideal hat natürlich auch dafür gesorgt, dass überhaupt erstmal Nachfrage da war für diese ganzen Produkten. Zu Restaurants, zu Blumen, Kino. Ich meine aber, dass sie ihn dem sehr feindlich gegenübergestellt ist eigentlich. Also dass sie das schon wertend sieht Nee. am Ende und eigentlich so einen Kampf der Konsumromantik erklären möchte oder dass das überwunden werden muss. Das glaube ich nicht. Ich meinte, dass ich das in der Kritik, die ich dann gelesen habe von ihr, von der Zeit, dass das so ein Schlusswort dann ist von Konsum der Romantik. Also dass sie, das Buch zwar ist ziemlich objektiv so geschrieben, aber am Ende wird sie halt nochmal wertend dann und wird sich dagegen aussprechen. Aber das ist ja eigentlich auch egal, wie sie da letzten Endes dem gegenübersteht oder ob sie das abschaffen möchte oder nicht. Steht erstens nicht in ihrer Macht und zweitens geht es mehr darum, dass sie das mal so offen gestellt hat, dass es, wie es halt ist im Moment. Naja, Aber wenn man nee. sich das allein Ja. bewusst macht, denke ich, verändert man sein Verhalten auch schon ein bisschen. Man muss sich nur ein bisschen bewusst sein, dass Sie hat doch das. aber ausdrücklich gesagt, es wurde nicht domestiziert. Nicht? Ja? Also direkt Okay. auch mit diesem Schwung dabei, dass es eben der Konsum hat nicht dafür gesorgt, dass sich das Liebesideal so geändert hat, dass er möglichst viel davon hat. Sie hat das wirklich so, ich weiß nicht, ob sie es gut oder schlecht findet persönlich, aber sie hat das, so wie sie es in dem Buch geschrieben hat, so betrachtet, dass das einfach Dinge sind, die zusammen entstanden sind und beide davon profitieren wollten. Wobei, es ist natürlich irgendwie so, dass man kann mit der Liebe, wenn man denn liebt, kein Geld verdienen. Und dann könnte man eigentlich schon, also ich vermute persönlich ja auch eher, dass die Märkte das schon bewusst mit beeinflussen. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann zum Beispiel durch die Massenmedien ein neues Liebesideal vermittelt bekommen, bei dem es nicht darum geht zu konsumieren. Höchstens dieses verdeckte Konsumieren mit diesem, ja, in der Natur ist man total individuell, aber trotzdem ist da eine ganze Freizeit- und Reiseindustrie dahinter, die wieder Geld verdient. Vielleicht Ja. ist das auch so ein Ding vom Kapitalismus, dass überall Kapitalismus ist. Es ist halt schwierig, sich irgendwas Romantisches vorzustellen, was nicht mit Konsum in irgendeiner Es gibt Form nichts. Also verbunden ist. das ist ja diese Verdinglichung. Wir können uns das nicht vorstellen, weil es nur solche Sachen gibt. Das ist gar nicht in unserer Wahrnehmung Wir drin. bezahlen ganz viel Geld dafür, um den Eindruck zu bekommen, dass wir Genau. fern auch vom Konsum sind, wenn wir Ja. in so eine abgeschiedene Gegend gehen oder so, wo alles Ja. bereitgestellt ist. Tja. Ja, so ist das, ne? Ganz schön doof. Und Ilus erkennt ja auch das emanzipatorische Potenzial an. Ja, muss man ja sagen, es unterstützt ja die Geschlechtergleichheit, persönliche Qualitäten, die Selbstverwirklichung und diese ganze Individualisierungsschiene. Das sind ja wesentliche Elemente davon, von Rendezvous, von man sucht sich seinen Partner und so weiter. Das ist diese ganze gute Seite daran. Ja, und der Preis, den man dafür bezahlt, dass die Liebe eben
konsumiert, dass die Romantik konsumiert wurde. Bezahlt man den Preis, nämlich die Bedeutung von der Beziehung, von einer Beziehung generell steht da unter Druck. Es ist günstiger, keine Beziehung zu haben, weil das muss man natürlich finanzieren kommen nach wie vor. Dann gibt es da diese Diskurse, die permanent ein neues Bild davon prägen, wie denn eine Partnerschaft aussehen soll. Und die Suche wird natürlich immer schwerer. Je individueller die Gesellschaft wird und der Einzelne, desto schwerer ist es, um jemanden zu finden, der zu einem passt, mit dem man romantisch glücklich wird. Ja, Simmel spricht dabei davon, dass die Überwindung der Fremdheit scheitern muss. Also dass es so ein Paradoxon ist. Du willst dich halt selbst verwirklichen, aber du willst halt auch diesen Partner finden und du willst den Partner vollends kennenlernen. Er soll seine... Am Anfang triffst du einen Fremden und der wird dein Partner und den möchtest du so gut kennenlernen wie dich selbst. Aber erstmal kennst du dich selbst gar nicht komplett und du wirst den anderen erst recht niemals komplett kennenlernen. Also wenn man dieses hohe Ideal als Erwartung hat, dann scheitert jede Beziehung auf jeden Fall. Sind das diese Paradoxien? Ist das von Simmel? Ja, wahrscheinlich. Paradoxien im Liebesideal? Da habe ich ja auch, dass Individualität eigentlich dem entgegenspricht, der dauerhaften Liebe. Man ist nicht nur einfach nur ein Individuum, sondern man ändert es auch. Die eigene Individualität wird immer geändert. So irgendwie ist man vor 5 Jahren ein anderer gewesen, als man jetzt ist. Und man kann das so, man kann und soll das auch ausleben. Und das widerspricht eben der dauerhaften Liebe, weil das muss ja irgendwie alles auch zusammen funktionieren. Ja, deswegen ist das schon allein zeitlich instabil. Ja, man muss sich halt darauf einigen mit dem Partner, dass man sich dauerhaft die ganze Zeit verändert. Genau. Und neu aneinander gewöhnt. Genau. Ein Stück weit. Daran scheitern auch so viele. Genau. Also. Und diese ganzen Optionalitäten, die dann dazukommen, eben zum Beispiel, dass man kein Kind kriegt, das muss alles irgendwie zusammenpassen. Das erschwert eben den Partner. Nichts ist klar, alles muss komplett durchgesprochen werden. Und so eine Frage wie der Kinderwunsch, das ist was ich denke mal, bei einem Paar, das eine ernsthafte Beziehung anfangen will, das steht schon ganz am Anfang, dass man darüber redet, irgendwie zumindest. Ja, ja. Dass man das zumindest durchblicken lässt. Ja. Wir haben ja letztens diese DVD reingeguckt, Soziologie von Ulrich Beck, und da hat er in der Folge über Familie auch gesagt, also das war so ein ganz interessanter Aspekt, weil ich so nicht so niemals bedacht habe. So in der modernen Zeit haben wir ja diese Fernbeziehung oder Living Apart Together Beziehung, also und als Option. Ja, ja. Und es ist möglich geworden, über weite Distanz hinweg miteinander zu kommunizieren durch Sachen wie Skype. Und er hat da hervorgehoben, dass du da halt nichts anderes hast als die reine Kommunikation. Also da fällt ja die körperliche Intimität natürlich weg. Ja? Also du kannst natürlich Erotik-Chats machen oder was auch immer. Es gibt ja diese Methoden, aber das ist ja letzten Endes der Fantasie überlassen. Aber auch darüber kommunizierst du. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht nach Beck. Also zumindest hat er das mal so angerissen. Weil wenn du jetzt einen direkten Partner hast, dann hörst du auf, über gewisse Sachen zu kommunizieren, worüber es immer noch Bedarf gäbe. Und bei der Fernbeziehung bist du halt dazu gezwungen, dass du über alles konkret redest. Mhm. Ist nur so ein Gedanke mal. Ja, also man kann echt sagen, dass das alles unter Beschuss steht, ist die falsche Rhetorik, aber dass das alles sich ändert. Ja. Und deswegen auch meine Aussage vorhin, dass sogar irgendwann dieses Liebe als Kern von Beziehung wegfällt. Also nicht komplett vielleicht und nicht überall, aber dass auch die Liebe optional wird. Okay, interessanter Gedanke. Aber jedenfalls müssen wir alle gar nicht so schwarz sehen, weil es ist irgendwie so ein Irrtum, dass man denkt, dass die Individualität auch die Familien zerstört. Ja. Aber die höheren Scheidungsraten, die zeigen eigentlich nur, dass die Leute auch darum bestrebt sind, Platz zu machen für den besseren Partner. Mhm. Also du scheidest dich ja nicht, um danach nie wieder eine Beziehung einzugehen, sondern danach heiratest du nochmal. Also das ist so. Halt auch so die positiven Gegenseiten, und die man bedenkt. Man heiratet nicht und scheidet sich nicht und kriegt kein Ehegattensplitting und macht einfach normale Beziehungen. Ja. Ohne das zu demonstrieren. Was romantischer ist als
also nicht. Aus finanziellen Gründen heiraten ist weniger romantisch als... Ja, man kann ja auch sagen, dass das romantische Liebesideal erst in der Gegenwart mehr oder weniger komplett umgesetzt wurde, dass du halt diese Liebe hast, die ohne Ehe auskommen kann. Und dass man jetzt noch eher eins ist. Ja. Auf seelischer wie sexueller Seite. Dass die Frau überhaupt vollwertiger Mensch geworden ist. Die dann die Gefühle halt auch erwidert und selbst genauso viel zu sagen hat wie der Mann in der Beziehung zumindest. Genau. Ja. Ja, ganz schön wirr, was? Will ich noch irgendwas zufügen? Ich glaube, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt. So. Natur, Ideal. Säkularisierung, ja, Erfüllung des Glücks im Diesseits, nicht mehr im Jenseits halt, haben wir gesagt. Ist sowieso weggefallen. Ne? Der Partner ist die Quelle des Glücks. Hohe Erwartungen. Du selbst hast die Schuld, deinem Partner gegenüber, dass du ihm das Glück gewährst. Das ist auch ein Druck auf deinen Schultern. Die einzigen romantischen Sachen, die es übrigens gibt, die nicht ganz direkt mit Konsum zusammenhängen, sind dann so die Basics in der Beziehung. Also es gibt einmal das, was so standardmäßig in der Beziehung immer dabei ist. Das heißt, man geht ins Kino, man geht, oder beim Rendezvous, ne? Das ist ein bisschen offen. Heute gehe ich auch ins Kino. Kino, sehr schön für dich. Kino, Fernsehen, zusammen Musik hören, zu Hause was Schönes essen. Das sind Sachen, die gehören immer dazu und die werden wiederholt. Aber es gibt Sachen, die zählen quasi nur im Augenblick. Also es gibt diesen direkten und indirekten Konsum. Und dann gibt es tatsächlich noch die Sachen, die nur im Augenblick existieren, aber ohne Konsum funktionieren. Das ist dann eben tatsächlich spazieren gehen. Das gibt es zwar, aber das ist nur im Rahmen meistens von Konsum. Genauso wie dann Sex oder miteinander reden. Das sind Sachen, die hängen nicht direkt mit dem Konsum von etwas zusammen, sondern stehen eher als Ziel so. Mhm, ja, stimmt. Das ist dann der romantische Part, der übrig geblieben ist. So der dritte Weg zu dem offenen, verborgenen Konsum, also das Auskommen ohne Konsum. Ja, das gibt es noch. Ja. Es ist trotzdem immer im Rahmen von Möglichkeiten zum Konsum oder tatsächlichen Konsum. Das Spazierengehen irgendwo hin, braucht ein Ziel. Oder man kauft eben statt Kranwasser mitzunehmen in den Wald, kauft man eine schöne Flasche Wein und ein Picknick mit oder so ein Kram. Ja. Und den Sex kannst du auch nur in dem Bett haben, das du dir geholt hast. Ja, ja. In der Wohnung, die du bezahlen kannst. Vollzug der Liebe, kennen Sie ja. Verkehr. Verkehrsordnung. Okay. Beck hat auch noch mal gesagt, es gab diese Eherechtsreform im Jahr 1977, wo die Frauen erstmals Zivilrechte hatten. Also und das Zivilrecht kam verspätet nach dem politischen Recht. Also zu Zeiten der Weimarer Republik durften Frauen wählen, super. Aber da hatten sie noch nicht das Zivilrecht. Also da konnte der Mann noch mehr oder weniger alles bestimmen so. Und das hat sich erst 77 relativ spät so geändert. Und bist du jetzt im Privaten oder im Haushalt? Das ging zum Beispiel. Also ich habe jetzt konkrete. Also ich meinte nur, meinst du das generell in der Gesellschaft oder eher in Beziehungen? Ich glaube, das hat auch ziemlich krass so in Beziehungen eingegriffen. Aber da fehlt mir jetzt ein konkretes Beispiel. Weil ich würde eher sagen, wenn ich heute gucke, wir haben zwar Ansätze, dass Frauen auch in der Gesellschaft generell mehr zu sagen haben, sprich die Elitenpositionen besetzen. Das passiert zwar etwas öfter als früher, aber trotzdem sind wir dominiert von alten Männern, die quasi auch die Leitbilder prägen und sagen, was passiert. Ja, und das hat auch so ein bisschen mit den Eliten zu tun, weil die Eliten, die ihre Nachfolger so auswählen, dass sie möglichst ähnlich sind. Ne? Nach dem eigenen Habitus, und der Habitus ist nicht immer gesund. Ja, und auch das eigene Geschlecht, weil das andere Geschlecht ist natürlich eher fremd und eher komisch und seltsam zu vermeiden. Und eine Frau an der Spitzenposition, das ist immer noch aufsehenerregend. Also ich habe immer noch nicht den Eindruck, dass es was vollkommen Normales ist. Aber verspätet wirkt dieses neue Zivilrecht halt auch in die Partnerschaften und in die Entscheidungen, die man trifft für die Lebensform. Und ja. Ja.
das klassische Familienideal, das gibt es immer noch. Die glückliche Familie. Und das wird zwar immer schwerer zu erreichen, dadurch, dass es immer mehr Alternativen gibt, aber auf der anderen Seite wird es dadurch auch wertvoller. Hat zumindest Beck gesagt. Naja, das, was man, wenn man jetzt nochmal vergleicht, was damals durch die Medien vermittelt wurde, das war ja natürlich dieser Kick der Liebesbeziehungen und so weiter, abseits von der Ehe. Das ist heute irgendwie entweder nicht besonders anders oder sehr ähnlich, weil wenn man heute Werbung anguckt, die sich, keine Ahnung, zum Beispiel Werbung für ein Essen, was auf den Frühstückstisch kommt, na gut, nee, schlechtes Beispiel, vielleicht eher eine Versicherung oder so, dann ist das so eine glückliche Familie mit zwei Kindern, die auf einer Wiese rumläuft. Ja. Weiß und jung. Also kaukasisch und jung. Und ich sehe in der Werbung nie das Bild von Alleinerziehenden mit Kindern. Alleinerziehende ohne Kinder gibt es ja auch nicht so oft. Oder von, gut, Homosexuelle jetzt nicht unbedingt, aber es gibt schon noch so ein Ideal, was immer so als zu erreichen gilt, wo man glücklich ist. Mhm. Und das ist meistens, wenn man sich das so anguckt, immer noch eine ganze, in Anführungsstrichen, Familie. Ich habe den Eindruck, die Werbung adaptiert so, verspätet das, was früher mal Gegenwart war, aber was nicht die unmittelbare Gegenwart unbedingt repräsentiert. Also aber die Werbung repräsentiert ja nicht zum Beispiel den Aspekt der Weltfamilien. Also was halt eine neue Tendenz ist, dass du Partner hast, die aus wirklich vollkommen unterschiedlichen Kulturen kommen und die dann noch eine größere Differenz und einen größeren Kommunikationsbedarf haben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Werbung mit Menschen arbeiten und präsentieren möchte, die eben keine Probleme haben. Und vielleicht ist es einfach so, dass Alleinerziehende nicht unbedingt glückliche, happy Familie sind. Mhm. Oder Leute mit Migrationshintergrund. Das ist auch unglaubwürdig, wenn man das jemandem so verkauft. Also Alleinerziehende, Leute mit Migrationshintergrund, irgendwelche. Das ist immer noch nicht nur so besetzt, dass das irgendwie schwierig ist, so zu leben, sondern es ist tatsächlich so. Und das ist letzten Endes auch eine Auswirkung von diesem Unterstützen vom traditionellen Ding und dem Nicht-Unterstützen von der Moderne. Hm. Ja. Wäre ich verheiratet, würde ich vom Ehegattensplitting profitieren, was mein Leben tatsächlich doch, möchte ich behaupten, bereichern würde. Da ich aber nicht verheiratet bin, weil ich diesem modernen Ding noch nicht ganz folge, kriege ich kein Ehegattensplitting und habe natürlich weniger zu tun, weniger zum Ausgeben. Hm. Ja, da lobe ich mir die Nordländer, die mal wieder alles besser machen. Schweden, Finnland, Dänemark und so weiter. Ja. Höhere Geburtenzahlen, höhere Gleichheit, weniger Geld in Familienpolitik, aber effektivere Maßnahmen. Mhm. Weniger Maßnahmen. Ja, genau. Tja, Deutschland, Verbesserungsbedarf. Ja, CDU wählen. Sei schlau, du Bauer. Wähl auch du CDU. Deutscher Bauer. Ja, haben wir es, oder? Naja, ja, so grob. Ja. Raw and dirty. Oh, anderthalb Stunden gesprochen. Ja. Kann man sagen, haben wir es gut umfasst, das Thema. Gut. Wir haben es angesprochen. Genau, mal angerissen. Ja, Klausur, ne? Ja, Klausur, gar kein Problem. Kann ich machen. Tschüss. Tschüss.